Episode 3. In dieser Episode habe ich mir vorgenommen, ein bisschen mich am Nordwest Airfield aufzuhalten, ein bisschen rumzugucken, ob da jemand schießt oder auch nicht, ob da jemand aus Airfield schießt oder auch nicht. Vielleicht snipt auch jemand den Sniper, dann würden wir den Sniper snipen, der den Sniper snipt. Und, dann wären wir der Sniper, der den Sniper snipt. Nee, doch. Nee, dann wären wir der Sniper, der die Sniper snipen. Okay, genau, die wären wir. Wenn uns denn jemand snipt, dann wird er der Sniper, der uns Sniper snipt, die Sniper snipen. Ja, und ich habe mir ein paar Markierungen gemacht im Vehikel-Chat, also die anderen sollten das nicht sehen können. Hier ist meine Fluchtroute. Fluchtroute, habe ich eben gesagt. Fluchtroute. Also ich habe echt Probleme zu reden nach zwei Episoden. Also Position von mir ist 29,44. Hier will ich mir jetzt nicht markieren, falls es doch jemand lesen kann. Ich bin hier in diesem Busch irgendwo drin. Zu mir nochmal, zu meiner aktuellen Position. Oh, diese Zombies, Alter. Ich habe schon wieder einen Herzinfarkt bekommen. Alter Schwede. Okay, also, wie ich meine Waffe halte, ist ganz wichtig. Leute auf Distanz können das ja nicht sehen. Wenn ich die Waffe hoch mache, kann jeder sehen. Wenn ich sie runter mache, im Boden, kann nie... Also, wenn das jemand sieht, dann cheatet er. Das ist ganz wichtig. Für die N200SD, zumindest. Ah, endlich ist er tot. Er hat nur auf Russisch irgendwas reingeschrieben. Ich bin auf einem anderen Server. Ich hab FPS, Leute. Ich lass mal jetzt kurz auf. 30 Minimum. Ohne was zu machen. Und 40 ohne Aufnahme. Gut. 25. Yeah. Yeah. Gut. Also, meine aktuelle Position ist da. Ich werde mich jetzt wahrscheinlich... Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder über hier oder über da. Obwohl das hier die sichere sein könnte. Die sicherste. Weil wenn ich hier rumgehe, dann kommen Leute von Lupatino und können mich vielleicht da oben sehen. Obwohl das hier... Weil das hier so runter geht. Das ist so eine... kleine Barriere, sag ich, ich habe die Fluchtroute ein bisschen verhauen. Ich weiß aber schon, was ich meine. Muss ich kurz nochmal neu machen. Ich muss hier runter den. Fluchtroute ist beim Sniper immer ganz wichtig. Gut, also, warum ich das mache, seht ihr gleich. Wichtig ist, ich gehe wahrscheinlich jetzt durch meine Fluchtroute rein, hier. Finde ich, glaube ich, sicherer als hier nah am Airfield, weil vielleicht hier einer sein könnte, der mich sehen könnte. Auch wenn das hier herabgeht, ich bin hier oben. Das heißt, ich kann nicht hier runter gucken, ob da jemand ist. Wahrscheinlich werde ich gleich nochmal gucken, ob da irgendwo Zombies rumlaufen. Dürften sie aber nicht, weil ich eben schon hier und hab mal geguckt. Dann, gehe ich durch die Fluchtroute rein. Das ist gleichzeitig mein Eingangsweg. Das ist ein sehr guter Weg. Denn ich bin immer durch irgendwelche kleinen Gestrüppe hier zu erkennen, an den kleinen Kreisen und großen Kreisen, immer gedeckt. Dann gehe ich hier rüber. Denn ich kenne diesen Weg schon, deswegen habe ich hier einmal die W-Sicht, das meine ich mit Westsicht vom Airfield. Denn kann ich hier dieses riesige Feld abgucken, ob hier jemand ist, was sehr unwahrscheinlich ist. Manche laufen hier dann irgendwo rum und irgendwo hier nach unten. Denn hier ist eine sehr gute Sniper-Position, die mögliche Gefahrenzone. Die habe ich mir ein bisschen markiert, nicht dass ich da irgendwo reinkomme. Und wenn ich jemanden da sehen oder haben möchte, jemanden Glaube zu haben und sehen und töten und so, dann gehe ich am besten hier hinten rum, obwohl das extrem gefährlich ist. Das ist nämlich, hier kann überall jemand sein, der hier reinläuft und der würde mich sofort erkennen, wegen meiner Riesenwaffe, aber hier vorne gehe ich ganz sicherlich nicht rum. Weil da kommt immer jemand raus, das kann gut sein. Auch wenn hier oben es eher unwahrscheinlich ist, sondern eher hier unten oder hier hinten an der Seite. Ich bin gerade an der westlichen Seite und so gehe ich meine Ziele an, wenn ich alleine auf Tour bin. Meine Fluchtroute ist nur die Route, wenn ich hier auch bei der W-Sicht irgendwas habe, wenn ich da irgendwie
angegriffen werde oder irgendwie unter Feuer stehe, was weiß ich, oder mich jemand gesehen hat, das reicht auch, dass ich flüchte. Das heißt, nicht gleich aufstehen und losrennen, sondern zurückschleichen, wenn er mich noch nicht beschossen hat. Und dann so schnell wie möglich rumlaufen. Hier kann ich noch beschossen werden, deswegen werde ich wahrscheinlich hier so einen Bogen machen. Und dann hier hinten wieder zurück, habe ich irgendwas gehört. Ihr könnt mich auslachen, weil ich so einen riesen Aufwand mache wegen so einer kleinen Aktion. Ich weiß, manche von euch machen das die ganze Zeit, aber mir geht's halt so um Überleben und ich brauche den Plan dafür. Am besten wäre so diese Minimap mit einer Markierung von mir die ganze Zeit. Also nicht, da reicht mir nicht mein GPS. Vielleicht mache ich das in der Nachbearbeitung, dass ihr die ganze Zeit diese Map hier vor euch habt. Dann mache ich das ja einmal. Hallo? Ich möchte gerne die Dinger bewegen. Egal. Dann kann ich das vielleicht ja als Minimap irgendwie nochmal einfügen. Gut, also das ist mein vorerst Ziel. Einmal da auch rüber. Dann hier gucken, ob hier was ist. Da, also wenn da nichts sein sollte, wenn ich hier nichts sehe, was sehr wahrscheinlich ist, denn hier zur Not, aber nur es ist nur eine Möglichkeit. Ich werde die wahrscheinlich nicht nutzen. Von da kann ich nein, kann ich nicht auf die Orakel gucken. Dann gibt es, wie gesagt, hier hinten die Möglichkeit, hier rumzugehen und hier zu gucken auf dieses Feld, ob hier Sniper sind. Das Problem ist, dass ich hier von jeder Seite sehr gut gesehen werden kann. Hier in der Mitte ist ein Busch, in der Nähe da, wo ich das markiert habe, ich glaube sogar hier oder da, ist so ein kleiner Busch mit einem Stein. Und da ist man von hinten, von vorne sehr gut gedeckt. Und mit dritter Person kann man locker bis hier hinten gucken und alles in der ersten Baumreihe erkennen. Und in der zweiten kann man nicht mehr darauf gucken. Seid gewarnt. Also muss ich hier auf Zombies achten. Dann wäre hier wahrscheinlich die Fluchtmöglichkeit. Einfach hier runter. Das ist eine geile Frage. Hey, warum schießt du auf mich? Oder... Hey, an die Leute, die auf mich schießen. Warum? Das ist eigentlich ganz cool. Danach habe ich mich festgelegt, gehe ich hier so runter. Wahrscheinlich werde ich hier rumgehen. Mich so an die Bäume. So, freies Feld ist tödlich für mich. Ich werde nicht das freie Feld nehmen. Also gehe ich hier lang. So loote ich ein Effi. Nicht immer, aber ich loote das auch nicht. Sprint rüber. Ja, das ist denn die zweite Fluchtmöglichkeit. Dann gucke ich mich halt hier ein bisschen um und gehe dann hier zurück. Das heißt, ich gehe nicht hier mit in den Stein oder zu den Stein und gucke mir die komplette Sektion hier an, ob hier jemand ist. Denn erstens ist ziemlich fetter Nebel, also man könnte höchstens bis hier gucken. Und zweitens bin ich hier, um Loops zu snipen, sondern einfach nur zu gucken, ob das jemand vorhat. Gut, ich hoffe mal, die Markierung sieht kein anderer. Das wäre nämlich ziemlich auffällig. Gut, danach werde ich mich hier hinten rumhangeln. Wahrscheinlich hier noch weiter und dann unter Lupatino rüberspringen. Über die Straße und mich dann Richtung Süden zwängen. Wieder zurück, den kompletten Weg zurück. Mischkino, Snovka und hier davor rüber. Ich bin noch nicht sicher, ob ich hier vor oder hier unten rüber gehe. Ich bin sogar der Meinung, ich glaube, das wird erst Episode 4 oder 5 sein. Dann werde ich wahrscheinlich hier unten lang gehen und mich hier, was auch Odium schon mal gemacht hat, im Moment richte ich mich ziemlich nach ihm, mit der Sniper so ein bisschen hier die Küste ablaufen, mich so ein bisschen hier in den Wäldern rumschleichen und gucken, ob jemand schießt. Richtung Tscherno werde ich wahrscheinlich nochmal gehen, höchstens hier nach da. Hier ist eine kleine Scheune und da könnte ich vielleicht ein bisschen hier so reingucken und hören, ob da jemand schießt. Und dann weiter in den Wald und weitergehen Richtung Elektro. Das ist aber noch, ja, ziemlich weit in der Zukunft. Wenn ich das hier überleben sollte, dann würde das passieren. Wenn nicht, dann nicht. Gut, GPS öffnen. Ich würde gerne
den Zoom von GPS öffnen, also erhöhen, dann würde ich nämlich genau sehen, wo lang. Auch aus weiterer Distanz. Gut, ab geht's. Wenn Zombies jetzt da hinten sein sollten, ich bin mal ganz kurz ruhig. Die könnte jetzt schon abgeschossen werden. Aber ich habe FPS, Leute. Ich werde mich einmal kurz hier vorhangen und einmal kurz gucken, ob hier vielleicht schon jemand ist. Also in den Bäumen ist sehr unwahrscheinlich. Denn hier sieht man noch nichts vom Airfield. Ja, das ist mein Ziel. Diese Reihe da hinten ist auch manchmal ziemlich beliebt und einfach von der östlichen Seite auf die westliche Seite überzuwechseln. Auf dem Feld spawnen immer zwei Zombies, falls irgendwas sein sollte. Aber die hier wären wahrscheinlich von mir. Die da oben. Gut, dann wird hier nichts sein. Auch wenn ich nicht viel gesehen habe, würde ich Zombies sehen. Gut, jetzt suche ich meine Markierung. Rennen. Das waren nämlich ziemlich viele, wie ihr wisst. Und ich bin etwas leiser als vorher. Denn ich laufe nicht mehr einfach nur in der Wildnis rum, sondern in der Gefahrenzone Nummer 1. Vielleicht auch nur Nummer 2. Der Nordost-Airfield und Starry sind in Breaking Point eigentlich die tödlichsten Gegenden. Das Problem ist, bei Starry gibt es keine Fluchtpunkte. Keine Fluchtmöglichkeiten. Das ist der Grund, warum ich da wahrscheinlich nicht lang gehen werde. Vielleicht noch irgendwann mal nach Starry, aber im Moment sieht es nicht so aus. Ich müsste langsam mal meine Markierung sehen. Was war das denn eben? Ich müsste wirklich langsam mal meine Markierung sehen. Oder muss ich noch viel weiter runter? Ich kann sagen, dass ich hier gerade bin. 29, ja, ich bin noch so weit oben. Deswegen habe ich mir die Markierung gemacht, damit nicht, dass irgend sowas ähnliches passiert. Dass ich von meiner Tour abkomme. Ich plane nicht immer alles. Ich könnte dann auch darüber. Aber genau das habe ich eben eingeplant, dass ich nicht so mache. Ich plane nicht immer alles. Eigentlich plane ich das nie in Desert. Nur mit dieser Staffel mache ich mal eine Ausnahme. Da kommen meine Markierungen schon. Ja, er wird wahrscheinlich gleich auch so sehen, warum ich diese Route als meine Fluchtroute bestimmt habe. Nicht nur als Eingangsroute. So rechts von mir gucken, ne? Auch wenn nicht so viele Spieler draußen sind wie auf dem anderen Server. Das heißt nicht, dass es ungefährlicher ist. Es kann auch 30 Spieler auf dem anderen Server, 30 Spieler in... Oh Gott, ist das weit. 30 Spieler in Cherno sein und niemand hier oben und bei zwei Spielern, zwei auf dem Airfield, dann ist der Server mit den zwei Spielern gefährlicher für mich.
zu mir da oben. Das heißt, das, ja, die sind natürlich von mir. Und jetzt soll es da oben heißen, dass ich nicht so schnell die spawnen. Das ist auch eine Erklärung, warum ich den vorhin in der letzten Episode da oben gesehen habe. Ich sehe schon kaum, ich gehe gleich drauf. Und ich weiß auch genau warum. Nicht weil ich nicht sehe, sondern weil ich mich nicht gut verteidigen kann. Ich bin eigentlich nur für den Überraschungsmoment ausgerüstet. So, ich hätte jetzt auch hier einfach rübersprinten können, bin ich aber nicht. Bei diesem kleinen Engpass gehe ich dann rüber. Das ganze Plan oder so kann alles umsonst sein, wenn man einen kleinen Fehler macht. Ich meine, ich würde wahrscheinlich mit, weiß ich, drei Mann auf jeden Fall, mit einem Dreimann-Squad würde ich hier eiskalt durchrennen. Ich rede so viel, dass ich nicht mehr höre, ob das eben Schuss war oder nur in ein Sound, der zufällig ist. Nichts ist zufällig in der Welt, aber nee, alles ist zufällig in der Welt. Wollte ich das gerade eben wirklich sagen? Nein, wollte ich nicht. Nichts ist zufällig in der Welt. Das will ich nie sagen. Der gibt mir zu denken. Vor allem, weil ich an dem vorbei muss. Wo ist mein Bruder denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, sehe ich nicht mehr. Ja. Wer möchte auf Lupertino snipen? Dieser Zoom ist echt geil. Okay, den mit Lupertino habe ich auch nicht erwartet. Wo habe ich mir markiert weiter unten? Wenn er mich sieht, ne? Dann raste ich wieder aus. Okay, so ein Zombie. Denn ich hasse es, wenn ich unnütz gesehen werde. Nein, das ist ein Heli-Crash. Und kein Spieler, beziehungsweise Zombie. Ja, weil das Single-Run ist es ja so, dass die Zombies spawnen, ohne dass die Spieler in der Nähe sein müssen. Also die werden ganz am Anfang auf der Map spawnen. Und ich hoffe mal, dass es da mehr um das Survival ums Überleben geht und nicht mehr um so viel PvP handelt. Denn das könnte ziemlich scheiße werden. Weil dann wird man wahrscheinlich immer irgendwo abgeschossen, wenn man das überhaupt nicht erwartet. Und die Banditen haben dann echt nichts mehr, was sie da richtig falsch machen können. Denn es ist ja noch nicht so richtig viel draußen. Obwohl, das wird wahrscheinlich genauso sein wie das normale Desert. Das heißt, wahrscheinlich ist ja nur eine Standalone-Version. Also als einzelnes Spiel, als einziges Spiel. Der einzige Unterschied ist eigentlich nur, dass mehr Begehbar ist und das. Warum habe ich eben Schreck bekommen? Ich weiß es echt nicht. Es ist einfach, dass mehr begehbar ist und dass es was kosten wird. Und zwar 20 Euro oder so. 20 Dollar, also könnten das auch. Was war das Dollar? Ist das nicht ein Brite? Nee. Ach, ich bin gerade etwas verwirrt.
Okay. Das ist also, das wären wahrscheinlich so 15 bis 20, 15 bis 18 Euro oder so. Ich glaube nicht, dass der Unterschied so groß ist. Ich gehe mal von 17 Euro aus. Die Zombies eben, die waren mir zu nah dran. Entweder sind die gerade gespawnt oder sie waren schon Akku. Haben gerade die Akku verloren. Ich gehe wirklich alle Möglichkeiten durch. Kann das sein, dass hier schon jemand sniped? Glaube ich eher nicht. Beim Airfield ist das so, dass diese extrem großflächigen Areale ein Paradies für Sniper sind. Gut, ich guck mal ganz kurz auf die Uhr. Ich weiß es nicht. Ich habe wahrscheinlich so 10 Minuten gebraucht, um mir herzukommen. Oh, es ist ganz schön spät geworden. Jetzt rüberlaufen. Hier wird mich keiner mehr sehen. Wichtig ist als Sniper, sich nicht als Highlight preiszugeben. Nicht Skylining zu betreiben. Also nicht, der Wolkenkratzer am Horizont zu sein. Okay, die W-Sicht habe ich wahrscheinlich ein bisschen überschätzt. Deswegen habe ich die W-Sicht 1 eingetragen. Und jeder Random Bob, der hier lang rennt mit seiner AK, kann mich killen. Wenn er mich sieht. Ich glaube, ich erfinde eine, ach Scheiße, eine Gefahrenskala. Ja, und Eddie. Da schon die ganze. Kommt auf mich zu. Juhi, der wird. Hoffentlich sieht er mich hier nicht. Okay, das ist kein Bot oder so, das ist ein Spieler. Heli. Und er sieht einen Zombie unter mir. Was schlecht ist. Mehr unter sich. Ich habe halt nicht die Waffe gesehen. Der ist weg. Ist jemand hier abgesprungen? Nein, er wäre schon lange gelandet. Da können wir wirklich nicht erwarten, dass ich die ganze Zeit hier rede. Es ist nämlich schwer genug, sich durch meine komischen Planungen hier durchzufressen. Es wäre geil gewesen, wenn jemand auf den Heli geschossen hätte. Das ist voll gut getan. Ist es mal ernst? Manchmal stelle ich mich aber nur hin und lausche. Oh Scheiße, ich muss was essen. Warte noch ein bisschen. Am besten, bis ich sogar schon Blut verliere, dann kann ich dir gleich wieder auffüllen mit dem Essen. Ich muss hier früher weg. Als ich dachte, ich kann hier nicht campen, weil ich einfach nicht genug Essen und Trinken dafür habe. Da ist auch jemand im Baum drin.
Ich hab nicht nur, ich hab nicht nur irgendwas gehört, ich hab sogar was gespürt. Das ist aber nur die Umwelt, die hier extrem auf mich einwirkt. Und da vorne ist die W-Sicht 1. Ob hier jemand an der Seite ist. Hier auch übergehen. Ich weiß, viele spielen, der sind viel aggressiver. Wo es denn nur ums Aufgieren geht. So viel Zeugs und so gutes Zeug wie möglich zu sammeln. Was hatte ich hinter mir? Was habe ich hinter mir? Gut, da vorne ist eine mögliche Position. Theoretisch war schon nämlich in dem Baum gefährlich. Ja, wie gesagt, ich kann nur durch die Bäume hier durchgucken. Okay, ich sehe keine Beine oder irgendeine kleinste Bewegung. Ich sehe auch keine Zombies in der Gegend. Trotzdem gucken wir jetzt da noch die Reihe ab. Okay. Bisschen cheaten. Aber noch aufs Effi gucken. Dann könnte man vielleicht sogar einen Schuss provozieren, wenn da jemand ist. Wie gesagt, Sicht 0. Dann ist das auch unwahrscheinlich, dass er jemand snipt. Trotzdem der Spannung halber mache ich trotzdem mal weiter. Gut, das war ich gerade mit dem Klatschen. Laufe ich geradeaus rüber? Wie weit ist das? 200 Meter. Also, die Gefahrenskala habe ich eben angesprochen. Wo ich gerade bin, Gefahrenskala 1 bis 10. Ich setze das, wo ich hier... War das eben wieder ein Schuss oder was? Das weiß ich nicht. Ich setze das hier gerade auf 5. Darüber laufen auf 7. Also 10 ist das Maximum der Gefahr, wenn ich auf dem Airfield stehe oder in Starry mich auf den, weiß nicht, auf den Turm rausstelle und in der Gegend rumschieße. Und oder auf dem Airfield halt in der Brack Camp oder was weiß ich. Oder auf dem Flugsicherungsturm draufstehe und rumschieße. Also 10 ist das Maximum. Dümmer geht's nicht und gefährlicher geht's nicht. Gefährlich und dumm ist hier in der Set fast das gleiche. Geil, ist mir das Spiel kurz abgeschmiert. Ich dachte schon, so weit. Na, minimiert hat es sich, aber weiß nicht warum. Schnell wieder zurückgedrückt. Gut, dass ich nicht geschossen habe. Als ich zurückgedrückt habe. Bestätige, da ist niemand. Ja, okay. Wenn das für mich 7 ist, dann ist wahrscheinlich das die Spielweise der meisten der Set-Spieler bei mir auf 9. Das ist bei mir jetzt 8, was ich gerade mache.
Puh, da bin ich wieder bei 5. Scheiße. Hier bin ich gefangen, habe ich vergessen. Oh, ich habe nicht alles eingeplant. Ich wollte ja hier hinten rumgehen. Fuck. Wie viele Spiele haben wir noch? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 17, 16, 18. Oh scheiße, war ich. Mehr als 20. Bisschen mehr als 20. Dumm. Dumm von mir. Ziemlich dumm. Das ist... War ich eben bei 7, habe ich gesagt, ne? Ist das hier bei... Ah. So weit ist das gar nicht. Weiß ich, 7,5. Keine Zombies, gutes Zeichen. Ihr fragt wahrscheinlich, wo ist die Gefahr, dass vor mir oder hinter mir jemand ist im Wald. In die Richtung oder hinter mir. Die kleinste Gefahr ist, dass irgendein Auto lang fährt, weil das macht niemand, der bei Verstand ist. Oh, das haben wir das mal gemacht. Aber nicht durch diese Straße hier, also nicht auf dieser Straße. Ich zeige nur mal kurz die Gefahr auf der Map. Wenn ich hier rüber renne, haben die hier den Höhenvorteil und können von hier oben locker hier runter gucken. Aber locker. Das heißt, ich bin, wenn ich hier rüber renne, wenn ab dieser Position hier, wenn ich hier so rüber renne, habe ich von hier oben, bin ich komplett offen. Wenn jetzt hier ein Sniper rübergerannt ist irgendwo und sich dann hier umguckt und vielleicht nach hier gehen möchte und sich nach umguckt, vielleicht hier irgendwo Zombies sieht und mich dann hier rüber rennt, sieht, dann habe ich den extremen Nachteil, dass ich hier keine Deckung habe. Ich kann mich in den Wäldern verstecken, aber er weiß, dass ich da bin. Ich weiß nicht, dass er da ist. Ich weiß schon, dass er gleich vorbei ist. Ich muss was essen. Das hinterlässt auch, also MRE hinterlässt auch keine Dosen. Das ist sozusagen das beste Essen. Ich glaube, das macht auch genauso viel Blut wie gebratenes Fleisch. War das wieder so ein hässlicher Fehler oder was? War wahrscheinlich ein Fehler. Okay, über offene Stellen ganz langsam oder ganz vorsichtig oder ganz schnell. Ich entscheide mich für schnell. Willkommen meine Zuschauer bei Gefahrenstufe 7,5. So, was habe ich gesagt? Von da oben komplett offen. Und vor mir der direkte Sniper-Spot. Ist das ein Zombie? Nein, das ist eine Tanne. Der wäre nämlich nicht von mir gewesen. Gut. Muss ich nach oben. Franconia, falls du das siehst, man muss manchmal aus in der Set auch rauskommen. Muss man nicht unbedingt. Habe ich eben eh trotzdem getan. 7,5 ist rauskommen. Ich glaube, zu dieser Position muss ich nicht mehr viel sagen, oder?
Es gibt übrigens keinen volleren Server. Warum sag ich jetzt je? Was mein Zombie? Was habe ich ihm gesagt? Ich weiß nicht mehr. Ich bin extrem konzentriert. Ich kann euch nicht durchgehend irgendwas hier verzapfen. Manche liegen mitten auf dem Feld. Es gibt wirklich so Leute. Und das, was ich meine, ist da, weiter oben. Der Zombie da hinten ist nicht toll. Ja, ach, Franconia hat ja gesagt, in meinem ersten Firefight, dass ich auch mal rauskommen muss. Also, bei Sektor B. Dass ich mich die ganze Zeit da verstecken kann, so viel Deckung immer nehmen kann. Doch, manchmal ist es genau das Richtige. In der Zeit geht es nämlich nur darum, die Gegner zu sehen, bevor er dich sieht. Nichts anderes. Im PvP. Zombie nicht. Und das ist hier mein Ziel. Gut, da vorne ist das. Und was habe ich gesagt? Verdammt gut geschützt. Und ich weiß nicht, ob die Zombies schon lange hier rumlaufen. Ehrlich gesagt will ich das gar nicht wissen. Selbst wenn da einer ist, ich weiß nicht, wie ich ihn engagen soll. Das sollte keiner sein. Guck doch mal die Sicht an. Kann ich mal die Grenze sehen. Nur wenn man reinzoomt, guckt, da spawnt es. Nee, da kann keiner sein. Auto? Nee. Gesicht schließt das eigentlich aus. Bitte sag mir, dass es der Zombie ist. Das Zombie hier in der Nähe. Okay. Das ist am wahrscheinlichsten. Das hätte ich gerade mit einem Blattsacker gerechnet. Dadurch kann es zu. Jetzt wisst ihr wahrscheinlich, was ich meine. Da vorne läuft Zombie. Den kann ich aber auch verursacht haben, weil ich vorne lang gelaufen bin. Da krieg ich noch einer. Der ist auf jeden Fall wegen mir. Okay, ich versuche mal nach da oben zu gehen. Von da aus einen kleinen Überblick zu behalten, ja. Mögliche Gefahrenzone, wie gesagt. Wäre ich jetzt mal und hätte morgens Langeweile, würde ich wahrscheinlich. Hätte ich keine Ehre, sag ich mal. Wahrscheinlich genau das machen, was ich von dem Typen erwarte. Da vorne ist der Punkt, den ich meine. Leg mich mal kurz hin. Also das hier ist ein sehr guter Sniperpunkt, wenn man Sicht hat, aber ich habe keine Sicht. Nur was ich hier gehen, ob das auch ein Zombie ist. Dass das auch ein Zombie ist. Weil er so weit weg ist von mir. Wenn er despawned oder ist er was? Geht's ein bisschen nach unten. So, ich gucke jetzt nochmal ein bisschen hier hinten.
dann trenne ich meinen Fluchtpunkt an. Meine Fluchtroute meine ich. Theoretisch könnte ich jetzt den ganzen Tag liegen. Warten, bis jemand auf RV drin, weil... Na... 900 Meter ist zu viel. Deren 200. Ist der Typ neu? Wie weit ist der weg? Ja, okay, ist der Zombie 220 Meter. Ich weiß gar nicht, wann die spawnen. Aber man kann schon nach da gucken. Man, theoretisch, wenn man jetzt 50 Meter nach vorne kommt, das ist das da hinten. Circa 50 Meter, oder? Echt zu merken, ist dort. Das sind 200 Meter, dann kann man 200 Meter weiter gucken. Gelbe Kette. Das ist in dem Falle 200 Meter ist zu viel. Das wäre über die, über das Airfield hinaus. Das wäre direkt aus Airfield. Hätte man alles beobachten können. Theoretisch kann da also jemand sein. Kann ich es wirklich riskieren, nochmal nach vorne zu gehen, reinzugucken? Wie gesagt, also man ist von allen Seiten geschützt. Die beste Möglichkeit, den zu bekommen, ist eigentlich direkt vom Airfield. Und das, ja, das ist denn eine andere Geschichte. Ich wünschte, ich könnte jetzt Zombies, die wegen mir gespawnt sind, ausfiltern. Oder einen Schuss hören, wenn er direkt vor mir kommen würde. Ich achte auf meine Fluchtroute. Eingefleischte der Selbstspieler würden sich denken, ja, die sind natürlich von dir. Du denkst dir zu viel da rein. Ich sage euch, wie oft seid ihr gestorben? Und ich frage euch, ich frage mich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass da einer ist? Und ich sage mir, die Wahrscheinlichkeit, dass einer ist, ist bei 30%. Begründung? 20% runter wegen der Spielanzahl. Und der Rest? Warum der Rest? Einfach mein Gefühl sagt es einfach. Mein Gefühl sagt, dass wenn ich jetzt hier reinzoome, dass er viel... muss 600 Meter oder so entfernt sein, genau. So, wenn ich jetzt 600 Meter davon bin, nehme ich 200 Meter dazu. Die Sichtweite berechne ich gerade. Dann bin ich 200 Meter weiter dran, dann heißt 400 Meter. Dann, wie breit ist das Airfield? Ich schätze mal auf 500 Meter. Oder 600 Meter. So, dann hat man nach der vor 400 und 600 Meter hat man 1 Kilometer. Das ganze Airfield. Die Sicht hört auf. 800 Meter. Siehst du? Theoretisch könnte man das sehen.
Weil ich, wenn ich jetzt da 200 Meter dazu nehme, ist da wirklich möglich, dass man von da aus das sehen muss. Heißt aber nicht, dass da jemand ist. Okay, ich gehe jetzt mal der Wahrscheinlichkeit entgegen und denke mal, dass da niemand ist. Wollte ich einen Schuss hören oder hätte ich einen Schuss gehört? Da wäre ich zu 100% auch hingegangen. Aber das ist leider so, dass beim Nordwest-Airfield nicht mehr so viel los ist. Weil sich alle denken, dass sie beim Nordwest-Airfield alle gekillt werden, beim Nordost-Airfield und bei Starry nicht mehr. Bei Starry schon, aber beim Nordost nicht. Das ist ein Ausweg. Das heißt, dass sie alle sich denken, dass sie alle beim Nordwest-Airfield sind. Die PvP-Leute. Obwohl sich die PvP-Leute auch denken, dass beim Nordost-Airfield, dass das neue Nordost-Airfield, genauso gefährlich bzw. noch besser für Snipen ist. Und alle darüber gehen. Das ist aber sehr wahrscheinlich. Also vor einem halben Jahr hätte ich was anderes gesagt. Aber jetzt denke ich mal, ist das Nordost sehr viel gefährlicher als das Nordwest. Weil sich halt alle denken, die sind alle beim Nordwest erfüllt. Oh, gehe ich mal zum Nordost. Das sind manchmal diese Tiere. Die haben einen Höllenschreck ein. Gut, ich gehe jetzt noch mal in die Fluchtroute. Warum sage ich immer das U so tief? Nein, Fluchtroute. Fluchtroute. Entlang. In Sicherheit. Also beim normalen Surviven, beim normalen Überleben, ich will nicht so viel Englisch reden. War der eben schon da? Würde ich mich irgendwo in den Wald legen, ein kleines Lager aufbauen, eine Base aufbauen und chillen. Chancen stehen, ja. Drei Zombies. Sich irgendeiner, der hier hochläuft. Nein, sehe ich nicht. Okay, hinter mir sollte auch niemand mehr sein. Gut, ja, wenn ich es noch schaffe, kann ich auch noch zum Nordost-Airfield und da ein paar Sniper snipen. Die Sniper snipen. Weiß ich noch nicht, wie das da aussieht. Denn aber über Süden. Okay, ich muss mich kurz mal in einen Baum einstellen. Ach, hier sind keine Bäume mehr. Ja, hier. Hier. Das war... Ich habe meine Effekte laut genug. Sehr laut sogar. Da höre ich jedes kleinste Geräusch. Und da höre ich auch einen Snapper-Schuss. Auf große Distanz. Wie weit hört man wohl? Nein.
habe eben noch mal 15 Meter gegangen. Ne, ich drehe jetzt den noch mal um. Weil ich vermute, dass da irgendjemand geschossen hat. Also, ich bin mir sogar zu 40-50% sicher, aber das ist zu wenig. Hätte ich jetzt eine Kill-Message gelesen, dann wäre ich hingegangen. Oder gehe ich hin? Fakt ist auch ein F, ist jemand. Aber ich habe nicht so viel Sicht, um das alles einzusehen. Ich weiß nicht, ob das Sniper war. Es könnte, es ist noch wahrscheinlicher, dass es von da gekommen ist. Also es ist 1 Kilometer. Was könnte das gewesen sein? Eine Shotgun kann man vielleicht auf 500, 600 Meter hören. Höchstens ein Sniper auf 800. Was kann das gewesen sein? Ja, die kann ich aber leider nicht. Oh, dieses Schwein, Alter. Ich bringe es gleich noch um. Kann ich leider nicht angreifen. Eingreifen. Wenn er bei der... Doch, theoretisch kann ich das schon tun. Ich bin zwiegespalten. Was soll ich tun? Andererseits geht es mir darum zu überleben. Andererseits möchte ich nicht die ganze Zeit im Nichts hier rumlaufen. Was tue ich? Das war so ein Hintergrund. Raum. Möglichkeit 40-50%. Der muss gerade gespawnt sein. Okay, nee, 70%, dass da jemand bei der Baracke ist. Oh, nee, er fehlt 100%. Aber wo genau? Oh, wenn da jemand draufgehen würde. Aber 100%, dass jemand im Airfield ist. Ich möchte keine Noobs nehmen. Und das hat sich nach einer großen Wumme angehört. Nicht nach einer kontrollierten, normalen Waffe, die sich, wie sich jemand gegen Zombies wehren würde. Aber es hat keine Death Message gegeben. Keine Todesnachricht. Okay, weil niemand gestorben ist, gehe ich da nicht hin. Ich gehe gerade... Was ich gerade mache, ist Gefahr... von 7. Ich habe eh nach da geguckt und da war ein Zombie da. Der Fluchtweg ist extrem scheiße, ich muss mir einen anderen ausdenken. Ach du Scheiße. Dass ich hier lande, habe ich hier irgendwie noch eine Markierung? Nein, natürlich nicht. Doch. Ich muss noch irgendwie in den Wald rein. Ja. Was hier cool ist, hier landen teilweise echt Helis, um aufzutanken. Oder fahren Leute hin. Hatte ich schon mal, dass ich jemanden überfallen habe. Weil sie da getankt haben. Meine Markierung, okay. Einerseits zum Gelaufen, andererseits hatte ich ein Fahrzeug. War ein Pickup, weiß ich noch ganz genau. Aus dem fahrenden Auto rausgeschossen. Ich weiß auch nicht mehr mit welcher Waffe. Da waren nur 3-4 andere drauf auf dem Server, hatte ich ziemlich Glück. Ah, der ist 100% wegen mir. Puh, ich näher mich gefahren, Grenze 6. Weil das noch zu offen ist, ist das 6. Ich nähere mich auch
meiner Markierung, meiner letzten Markierung. Gut, das war's. Plan, wie gesagt, ich habe Angst, dass irgendwann genau das passiert, was ich erwartet habe, und da, wo jemand war, war ich mir nicht zu 100% sicher und bin deswegen die Gefahr nicht eingegangen. Naja, ich würde bei 80% zuschlagen, aber die Gefahr war einfach, also nee, nicht die Gefahr, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass da einer ist, dass einer war, war mir zu gering. Deswegen bin ich angegriffen und hab das Leben wahrgenommen. Das virtuelle Leben. Hab deswegen alles abgeblasen. Ja, bin deswegen einfach meine Strecke abgelaufen. Ja. Wie gehe ich jetzt am besten zurück? Ich gehe 100% über da. Ich gehe auch nicht über die Straße. Da muss ich über die Straße, aber ich gehe doch nicht über die Scheune. Wenn man Gedi hatte, sollte man den auch nutzen. Am liebsten hätte ich ein Backpack, wo ich meine Kackwaffe reinpacken würde. Und irgendeiner ist eine M24 oder sowas holen würde. Denn den Backpack immer weglegen, wenn ich die brauche. Hat mich gerade geirrt. Kann noch Rad in Real Life gewesen sein. Fuck, zu viele Zombies. Zu weit weg, zu genau. Darf ich nicht zu lange sein? Verdammt. Verdammt! Ach du Scheiße. Waren so eine 7,5. Holy shit. Wie gesagt, alleine würde ich sowas nie machen. Ich mache es aber trotzdem. Ah, keine Nachkommentation. Ich ziehe das auch jetzt durch. Zurück im Wald und in Richtung Süden. Markierung. Voilà. Okay, jetzt kann ich wieder die nehmen. Also, was wirklich cool sein würde, wenn irgend so ein Auto lang kommt. Das dann anhält und tankt. Was? Wunschdenken. Hier flitzt irgendwie immer was rum. Muss er was trinken? Spawn schon innovative Zombies. Schatz drauf. Okay, das ist egal. Fahrenzone ist hier wieder bei 4 oder so. Und ich brauche wieder was zu trinken. Die andere Straße. Okay, das ist nur von einem Baum wieder irgend so ein scheiß Bug, der ist da. Ich denke immer, das sind irgendwie Zombies oder so, die da hinten spawnen. Das alarmiert mich dann immer automatisch. Gut, dann gehe ich jetzt wieder zurück, muss nochmal über eine Straße rüber.
Also diese DZ-Episoden sind für mich sehr nervenaufreibend. Das kommt deswegen, weil ich einfach vorsichtig bin. Ich bin sehr vorsichtig, wenn ich so eine Spiele spiele. Und ja, es kann jeden Moment passieren, dass ich hier irgendwo umkippe. Ich möchte das so lange wie möglich rauszögern. Wie gesagt, ich gehe nicht an extreme Safe-Punkte, sondern ich suche mir schon ein bisschen die Herausforderung. Aber ich gehe auch keine extremen Gefahren ein. Ich gehe jetzt nicht nach Starry rein, so wie sonst manch, wie ich sonst manchmal tue, und mache einen auf Suicide Sniper. Vielleicht finde ich einen, vielleicht sterbe ich. Sondern ich suche mir halt hier den Weg durch die Welt, durch die Karte, und entdecke so ein bisschen das, was ich sonst nicht hatte. Das sind so die abgelegenen Wälder. Jetzt habe ich, also meistens finde ich innerhalb von kürzester Zeit ein Fahrzeug, oder wir meistens, weil ich nicht, also nie alleine spiele. Nils oder Paello ist immer dabei. Oder auch vom ZH-Clan ein paar Leute. Und eigentlich habe ich dann immer Verstärkung. Bin eigentlich, fühle mich immer sicher. Das ist so, als ob man, ja, man ist halt, wenn man zu viert oder so ist, ist man viel, 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 viel sicherer. Man fühlt sich viel, viel sicherer. Aber teilweise ist das so. Alleine ist man sicherer als Gruppe, wenn man, ja, als Gruppe gesamt gesehen ist man nicht sicherer, ist man auffälliger als, aber allein gesehen ist man sicherer. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass man abgeschossen wird, ist nicht so hoch. Wenn man nicht die beste Waffe hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit sogar verdammt gering. In DZ ist für mich alles wahrscheinlich. Alles Wahrscheinlichkeitsberechnungen. Ist es zu gefährlich? Ist es nicht? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ist? Lohnt sich das? Und sowas halt. Und wenn man alles hat, dann macht man sowas wie ich, oder mache ich gerne sowas wie ich jetzt. Wollte ich schon immer machen. Halt den Überlebenden spielen und ein bisschen in der Zombie-Apokalypse rumlaufen. Wenn ich jemanden treffe, dann möchte ich den erstmal beobachten. Vielleicht laufe ich auch nicht mal bald alleine rum, sondern vielleicht kommt Nils noch dazu. Das heißt nicht, dass es irgendwie, dass wir in der Gruppe oder so gefährliche Sachen machen, sondern es wird so ähnlich sein wie hier. Weil Nils ist auch ziemlich vorsichtig, wenn es um sein Gear geht. Vor allem, was er alles dabei hat, was er mir gesagt hat. Was hat er mir nämlich gesagt? Er hatte, ich hatte jetzt nur die M200 und er hatte halt die M200 im Backpack. Und dann noch eine MK48 Mod 0 oder Mod O oder wie die heißt. Und eine MSR. Drei Waffen. Wahrscheinlich die besten Waffen in ihrer Kategorie. MSR bis 1400 Meter Viewing, extrem genau, One-Hit. Man kann sagen AS50. Nur leiser, viel, viel leiser. Also der Sound, ja, würde ich bei den normalen Hintergrundgeräuschen, die wir sonst haben in 1758, in Arma 2 nicht immer wieder erkennen. Bin ich jetzt hier. Gut, dann sind wir jetzt mal wieder Sicherheit. Also, wenn ich jetzt hier so rumlaufe, dann ist für mich die Gefahr bei, also die, auf meiner Skala denke ich mal so bei 3, 2 höchstens. Wenn ihr auch ein bisschen, also jetzt gerade bei 2, wenn ich weiter reinlaufe, bei 1. Und 1 ist so, ja, bei 0 sitze ich 0,5. Es gibt irgendwie nicht 0, sondern 0 und ein bisschen, also 0,5. 0,5. Da sitze ich irgendwo am Rand in der Map und mache halt nichts. Und selbst da ist noch die Gefahr, dass irgendwas kommt. Zum Schluss bringe ich nochmal was. Problem wird sein, irgendwann geht mir die Muni aus. Also ich finde Nils. Das waren zwei Schüsse für ein Fleisch. Das lohnt sich nicht richtig.
Bitte sei Fleisch dran. Bitte sei Fleisch dran. Bei denen ist das nicht immer. Oh. Okay. Oh ja, wollte gerade mein Backpack öffnen, so eine Scheiße. Use we have a problem. Verdammt, ich muss sie beilen. So habe ich ja nicht mal genug Platz für Holz sonst. Komm, Holz. Vielleicht direkt das mit dem Feuerplatz machen. Fireplace. Also hier ist unwahrscheinlich, dass ich hier irgendwo gesehen werde. So schnell, bevor das Ding hier verschwindet. Und vielleicht zwei, falls ich irgendwie ein bisschen was verloren habe. Red Fire. Cook Meat. Und put out. Das hier ist so, auf der Skala. So, ich sehe den ganzen. Ich sehe da die ganze Zeit irgendwas hellblaues. Wollte mich jetzt verarschen, oder was? Spiel will mich verarschen. Ich denke mir so, das ist wieder irgendein Bug und dann gucke ich da hin. Ich glaube, die Reifen waren kaputt. Nein. Das kann auch immer noch ein Bug sein, ich guck mal. Genau, aber die spawnen ja nicht. Das Ding ist hier abgestellt worden. Hier war ich doch schon. Ist kaputt. Da ist auch nichts im Gear drin. Das, wenn da Reifen drin sind, würde ich das nicht nehmen. Ein hellblaues. Oh, hier war ich schon. Episode 2. Hier bin ich lang gelaufen. Oder war schon 3, weiß ich gerade nicht. Wo ich angefangen. Ich glaube, ich habe dahinter angefangen. Nee. Stimmt, ich habe mich auf dem Airfield ausgelockt. Also beim Airfield. Auf dem Airfield. Was will ich nie machen. Gefahrenstufe 3. Ist hier um mein Lager. Nein. Gut, dann haben wir diese Episode auch hinter uns. Mit einer ziemlichen langen Zeit. Gut, Episode 3. Also Staffel 2, Episode 3. Desert Survival. Weiß nicht, wie ich das nenne. Aber ich mache erstmal eine Pause. Und wir sehen uns dann bei Episode 4, wo ich Richtung Süden gehen werde und mir einen Weg Richtung Osten suche. An den großen Hauptstädten vorbei. An den gefährlichen Villen. Waffenzwang der Anfänger, der neu gespawnten. Und ja, dann gehe ich einfach noch ein bisschen, ein paar hundert Meter, und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.